Was mir hier ein bisschen auffällt, ist Peach. Peach hat wohl Dinge gesehen. Nein, nur Spaß. Ich finde es einfach so genial gelöst. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das sind 3D-Modelle. Die machen nämlich Werbung dafür, die prahlen damit, dass sie alles 3D mal genutzt haben. Aber sie haben es hingekriegt, dass es wie Bitmap wirkt. Das finde ich genial. Ich finde das genial. Willkommen zu diesem spontanen Let's Play. Wir spielen, ihr habt das sicher schon gelesen, Mario Kart 64 HD. Schenkt mir kurz ein paar Minuten und ich erkläre es, wie es dazu kam. Ja, was ich nicht alles zu programmieren vermag, nein, natürlich nicht. Ich bin auf Twitter, folge ich einem Account. Dank dem Account habe ich schon den PC-Port von Mario 64 gefunden, gespielt, kam sehr gut an bei euch. Und ein anderes Team hat hier Super Mario, Mario Kart 64 HD hervorgebracht. Ist eigentlich ein Hack, also ich bin da nicht ganz sicher. Also der Mario 64-Port war so, man musste sich ein Tool runterladen. Muss ich da eine Mario 64 ROM reinladen? Und ja, so hat es dann daraus einen PC-Mod gemacht. Also ein PC-Exit-Programm. Hier lädt man sich eine Version des Projekt 64 Emulators runter. Muss da wählen, was man für Hacks oder Mods aktivieren lassen will. Und wenn alles eingestellt ist, wenn alles installiert ist, hat man hier diesen Project 64 Emulator, kann Mario Kart 64 ROM reinladen und es sieht dann so aus. Was, ob das jetzt ein Hack ist oder ein Mod, weiß ich jetzt persönlich nicht. Und ich sag's noch ganz frei heraus, es ist eine erweiterte, eine, wie sagt man, Advanced oder eine ziemlich ausgereifte Beta-Version. Es wird von den Machern immer noch daran rumgebastelt und besonders mein bald 10 Jahre alter PC, also ab und zu kann es schon laggen. Aber es ist absolut spielbar, es macht Spaß und ja, es ist nicht alles HD, es ist flüssig, es ist flüssig programmiert worden, aber es ist immer noch die technische Grenze meines PCs mittlerweile. Ja, aber ich will es euch auf keinen Fall vorenthalten, was da schon alles gemacht wurde. Es gibt, ich starte mal, es gibt ja schon immer wieder Bilder daraus und es wurden die Szenerie und die Charaktere mit ihm gezeigt, ja. Das hier kennt ihr aus dem Original. Wir gehen mal in die Optionen. Es ist ja die deutsche ROM. Also die, nee, was ist das? Eine E-ROM oder, keine Ahnung. Wir haben Sound, wir haben Headphone, wir haben Mono, wir haben Stereo. Gut, dann können wir so alles so lassen. Wir haben Data. Ja, ich weiß nicht, ob es absichtlich so gemacht ist, aber es hat ein paar Lags drin, ein paar Unschönheiten. Was mir hier ein bisschen auffällt, ist Peach. Peach hat wohl Dinge gesehen. Nein, nur Spaß. Also, wir machen es so, wie man es immer macht, ein Let's Play. Wir starten ein Einspielerspiel. Machen Mario Grand Prix. Und weil wir ja sicher schon alle das Spiel schon mal gesehen haben, fange ich nicht bei 50 CCM an, sondern wir spielen alles mit 100 CCM und 150 CCM. Dann ist es nicht so langsam,
bei Mario Kart Double Dash, das mir, also wahrscheinlich werde ich das einfach mal raushauen. Ja, hör auf zu nerven, Mario. Ja, ich will mal sagen, Mario redet mir immer dazu, dazwischen. Sorry, es geht gleich los. Ich habe jetzt total, ja, Mario Kart Double Dash ist am Laufen. Und das, dazu gibt es selten Let's Plays. Deshalb habe ich da alles aufgenommen, auf 50 CTM. Aber ich denke, Mario 64 spielt jeder mal gerne ab und zu durch. Deshalb kann man hier schon mal bei 50, bei 100 CTM anfangen. Also, es geht los. Mario Kart 64 HD. Ein Player Game. Mario GP 100 CTM. Und auch der überholte Charakterbildschirm. Wie gesagt, Entschuldigung, wenn ab und zu mal ein bisschen laggt. Wir haben Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser, Wario, der Donkey Kong Junior ersetzt. Quatsch. Der den Koopa ersetzt. Koopa Troopa. Statt Bowser Junior haben wir Statt Donkey Kong Junior haben wir Donkey Kong. Jeder von vielen behauptet, das ist derselbe Charakter. Ich glaube es auch. Und Yoshi. Es gab ja Gerüchte und Beta-Bildschirme von damals, die suggeriert haben, dass statt Wario Kamek, also Magic Koopa, dabei sein wird. Aber ist ja gewurscht. Ich finde es so ist es auch ziemlich ausgewogen. Und später wird es noch ausgewogener bei späteren Mario Kart Spielen. Ja, ich zeige jetzt nicht jeden Charakter, wie er aussieht, wenn man ihn anwählt. Schaut mein Let's Play! Oder soll ich? Ja, kurz. Also. So sieht Mario aus, wenn er ausgewählt wird. Schöne 64-Render-Grafik übernommen. So sieht Luigi aus. So sieht Peach aus. So sieht Toad aus. Nochmal. Weil ich finde auch, Toad hatte hier in der ganzen Geschichte der Mario-Spiele hatte Toad hier die absolut beste Stimme. Werden wir auch merken, wenn wir ihn dann spielen. Bowser. Wario. Bisschen anders als im Original. DK. Noch mit der alten Stimme. Bei Yoshi genau dasselbe. Kein Juhu, wahi. Also, und weil ich überzeugter Luigi-Fan bin, starten wir mit Luigi. Genau. Wir können im Gegensatz zu anderen Mario Kart Spielen schon alles vorher auswählen. Wir schauen jetzt mal an, ne? Luigi Raceway, Mumu Farm, bababa, das auch. Es wurde alles in HD getrimmt. Das finde ich sehr gut. Ich meine, es gibt Spiele, die machen auf HD, aber es ist dann einfach hochskaliert. Aber hier wurde wirklich sich Mühe gegeben. Nicht, dass sich Nintendo nie Mühe gibt. Booster Pass. Nein, Spaß. Also, was ich noch kurz anmerken möchte, ist, Mario Kart 64 hat damit damals, ja, ich weiß, ich bin schon alt, hat damals groß damit beworben, sie werden jetzt jede erste Strecke mit Luigi Raceway beginnen. Und was war dann irgendwie bei Mario Kart Double Dash? Und ich weiß nicht wo. Es gab vier Mario Kart Titel, wo das dann war. Und plötzlich haben sie dann wieder aufgehört damit. Also Nintendo, bleib konsequent. Also bitte. Also, wir starten mit dem Mushroom Cup. Gut Deutsch, Pilz Cup. Und los geht's. Ich habe schon gespielt. Ich weiß, es aber auch schon Gold. Haha. Nein, ich habe auch gespielt, weil ich eher gesagt wollte, dass es ein bisschen flüssiger läuft. War nur begrenzt erfolgreich. Aber ja, wenn es ist ja. Ich weiß, man sollte es nicht sagen. Aber wenn man zum Beispiel. Das trifft dann hier mal was Neues, was anderes. Wenn man ja zum Beispiel Mario Kart 8 auf Emulation spielt, wenn alles, was zum ersten Mal gerechnet wird, dauert dann wenig.
Deshalb habe ich hier den Pilz Cup schon mal gespielt und ich dachte mir ernsthaft, ja, dann läuft flüssiger. Naja. Aber auch zur Verteidigung des ganzen Projekts. Es ist noch in einer Beta-Phase. Aber ich finde, wer kein Twitter hat, wer nicht weiß, wie die Gruppe heißt, ich sag's jetzt auch nicht, weil... Ja, ich fühle mich ja nicht beobachtet, aber Nintendo geht sowas gerne nach. Ob man jetzt 1000 Abonnenten hat oder 2 Zuschauer, Nintendo geht sowas gerne nach. Ne? Danke, Algorithmus. Nein, alles gut. Und ihr seht, es ist wirklich alles neu gerendert. Ne? Die Strecke ist dieselbe. Zum Teil bessere Tapete. Die Icons links. Das Item. Die Item-Animation. Alles wurde general überholt. Ist ja immer so ein bisschen wackelig, finde ich. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe ja ein Hack gefunden, ein Mod. Ich verstehe immer nicht genau, was der Unterschied ist. Wo man bei Mario 64, Mario Kart 64 mit den SNES Sprites fahren kann. Es gibt nur 2 Probleme. Das erste ist, die Fahrer sind dann alle sehr klein. Warum auch immer. Und das zweite Problem ist mein persönliches Problem. Ich kapiere nicht, wie man das macht. Ich habe den runtergeladen, habe das vor einem Jahr versucht, hat nicht funktioniert. Aber gut, weil es nicht ganz ausgereift war, habe ich es dann auch sein lassen. Aber schön, ne? Neue Texturen und so weiter und so fort. Aber meistens 60 FPS. Ist ja auch nicht üblich für ein N64-Game, oder? Weil bei PAL-Systemen konnte man das ja sowieso vergessen. Und ja, ich habe ihn schon mal durchgespielt, trotzdem läuft es nicht flüssiger. Sorry dafür. Und ich sag's nochmal, wenn bei mir auch noch Mario Kart Double Dash läuft, vielleicht schmeiß ich es einfach mal dazwischen. Aho. Bei der letzten Ampel Gas geben. Bin immer noch auf Mario Kart Double Dash getrimmt. Ja, und ich finde sowieso, für mich ist Mario Kart 64 war lange der Favorit. Weil es ist zugänglich, es ist ein bisschen einfach. Am Anfang besonders. Diddy Kong Racing ist klar besser, ist aber schon ziemlich schnell schwieriger. Crash Team Racing, saubere Kopie, aber auf Dauer nicht so fesselnd, finde ich persönlich. Wie gesagt, lange war Mario Kart 64 mein Top-Favorit in der Mario Kart Serie, mittlerweile aber auch, muss ich zugeben, von Mario Kart 8 Deluxe abgelöst. Weil der Grund ist ganz einfach. Mehr Umfang. Ich gebe es gerne zu. Es ist einfach mittlerweile mehr Umfang. Ich glaube, nichts führt momentan an Mario Kart 8 vorbei. Kann man so sagen. Nicht, dass ich die DLC-Politik gut finde. Obwohl ich sagen muss, auch ich habe mir das Booster Pack geholt. Ist ja kein Geheimnis. Aber bitte, Nintendo, mach doch endlich mal ein neues Mario Kart! Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Gut, es gibt ja Gerüchte, dass trotz Mario Kart, dass dem Booster-Paket an einem neuen Mario Kart gearbeitet wird, parallel dazu erscheinen könnte. Weiß man nicht, ob es daran... Ich habe ja vor einem Jahr, gab es schon Gerüchte, habe ich gelesen, dass nicht mehr Mario Kart kommt, sondern ein Nintendo Kart wie Smash Bros. Also Mario Kart Ultimate. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir alle ein neues Mario Kart, ein richtig neues Mario Kart begrüßen würden. Und ich muss auch nicht gewinnen hier, denn ich habe schon mal ersten Platz geholt.
weder der Schiebschiebfisch noch sonst was ist neu animiert. Man sieht man sieht da nicht mehr als hier. Ihr verpasst nichts. Wenn ihr in einem normalen Mario Kart 64 schon mal Erster geworden seid, habt ihr alles gesehen. Hier ist nichts neu animiert, hier ist nichts neu gerendert. Der Schiebschiebfisch. Schiebschieb. Wie heißen sie? Schiebschieb, Schiebschieb. Ist egal. Wollte nur sagen. Ja, sie denken, zeig doch alles. Nein, ich zeige nicht alles. Ich muss nicht alles zeigen. Vielleicht allerhöchstens es aussieht, wenn man 100% holt. Aber dazu wird es später schon schwieriger. Ich kann das dann versuchen und reinschneiden, wenn ich es nicht auf Anhieb schaffe, aber es ist nicht mein Ziel. Ja. Was ich hier ganz gut merke, ist die verdammte Gummibank-KI. Ich glaube, das haben sie mittlerweile anders lösen können in den modernen Spielen, aber noch bis 2010 etwa war Gummibank-KI ein Graus für jedes Rennspiel. Wisst ihr, was Gummibank-KI ist? Das heißt, ihr könnt Erster sein und Turbos einsetzen, Abkürzungen holen und weiß Gott, was die Ideallinie fahrt. Ihr werdet immer den zweiten hinter dran haben, der immer kaum einen Meter Abstand hat. Das ist Gummibank-KI. Es gab damals einfach halb-halb. Die einen Spieler haben das nicht genutzt und das hieß es einfach dann, ja, du bist irgendwie 50 Runden vor dem Zweitplatzierten. Fanden einige ein bisschen unlogisch, weil der Zweitplatzierte war eigentlich immer auch ein bisschen gut. Dann gab es eben, wie gesagt, die Gummibanker. Ihr seht das ja auf dem Bildschirm unter, also auf der Map. Bowser ist uns immer ganz dicht auf den Fersen. Ich persönlich finde die erste Lösung besser, denn mir spielt es keine Rolle, ob es zwei Platzierte 3 Kilometer hinter mir ist. Ich finde es, wenn du, egal was du machen kannst, immer den zwei Platzierten hinter dir hast, ich finde das unlogischer, ist meine Meinung. Aber gut, wie gesagt, das ist Ansichtssache. So, ich trinke mal einen Schluck. Was ich sehr respektiere, dass sie zwar die Modelle als 3D-Modelle gerendert haben, aber so animiert haben, dass es Bitmaps sind. Ich finde das gelungen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Kommt mir vor wie der Peanuts-Film. Kennt der jemand? Der neue, also von den Ice Age-Machern. Der ist so gemacht. Das ist immer dasselbe. Dass die Figuren 2 Animationen haben. Also 2 Ansichten. Von vorne oder von der Seite. Das haben die Macher damals, ich habe den Peanuts-Film leider nie geschaut, ich würde ihn gerne mal. Die Macher haben damals gesagt, es sei einfach nicht möglich, ästhetisch möglich, dass man die Peanuts-Figuren als ein Modell machen kann. Dass man sie mit dem Modell, wo man sie von der Seite sieht, sei es unmöglich zu machen, dass man sie von vorne sieht. Also gut von vorne sieht. Deshalb muss ich dann immer geswitcht werden. Kann man vergleichen mit die Animation von... Ups, ich hätte eigentlich bremsen können. Mit der Animation von Paper Mario. Guter Vergleich. Paper Mario ist ja auch, ne? Eigentlich wäre ja ganz einfach, wenn Mario sich dreht, könnte eigentlich das die Animation so sein. Aber nein, es ist immer so eine Animation, wie sich ein Blatt dreht. Ich finde, das ist gut durchgezogen, das Ganze. Aber man könnte auch sagen, ja, das ist eigentlich eine unnötige Animation. Und eben dasselbe ist auch bei Björn Peanuts Film, aber das ist nicht unnötig, sondern das muss da sein. Weiß ich, rede jetzt wahrscheinlich ein bisschen dünnpfiff, aber ist eben meine Art. Off Topic, werde ich gerne mal. Nein, aber ich muss jetzt sagen, 60 FPS, hochskalierte Modelle, finde, das wurde gut gelöst.
Aus irgendeinem Grund ist jetzt... Hä? Ist er durch den Zug geglitscht? Als ich das gespielt habe für mich, war bei Donkey Kong mal so der Fall. Er war plötzlich eine ganze halbe Runde vor uns. Ich konnte es nicht mehr ein und ich habe rote Panzer auf ihn geworfen und hat alles nichts mehr genützt. Aber ich denke, auch wenn es ein bisschen schnell geht, 100 CCM, 150 CCM, ich muss den 50 CCM nicht einfach zeigen, oder? Ich finde nicht. Aber wenn ihr wollt, ihr werdet sich im Internet finden. Ich werde hier nichts verlinken. Ich werde auch nichts betonen, nichts sagen, weil ich weiß nicht, wie Nintendo da sich einmischen will. Ich meine, es ist ja nicht mal persönlich, es ist ja Algorithmenzeugs. Ich habe gar nicht aufgepasst, auf welchem Platz ich überhaupt bin. Das Schloss kennen wir aus Mario 64. Beziehungsweise es ist sogar der HD-Hack. Ah, ich bin der Erste! Ich bin zweimal Zweiter geworden und zweimal Erster. Wieso bin ich jetzt Erster? Das ist jetzt nicht logisch für mich persönlich. Aber ich beschwöre mich auch nicht. Ich finde es auch so genial gelöst. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das sind 3D-Modelle. Die machen nämlich Werbung dafür, die prahlen damit, dass sie alles 3D mal genutzt haben. Aber sie haben es hingekriegt, dass es wie Bitmap wirkt. Das finde ich genial. Ich finde das genial. Nur leider, ganz kleines Manko von mir persönlich. Man hätte den schönen Pokal doch auch general überholen können. Neue Texturen. Aber naja, erster Platz ist erster Platz. Bisschen mehr Schatteneffekt, ein bisschen mehr Glanzeffekt. Passt schon. Kleine Anekdote noch von mir. Ich habe immer gehört, das Kind, armer Luigi. Armer Luigi. Er sagt von sich immer, wenn er gewinnt, armer Luigi. Und ich dachte mir immer, hä? Bis ich erwachsen wurde und gemerkt habe, dass das ja der Nintendo-Slang ist. Einmal Luigi. Einmal. I'm Luigi. Ja. Gut, somit danke fürs dabei sein. Wir sehen uns im nächsten Cup. Bis dann hier und tschüss.